eines der berühmtesten Musicals der Welt, Starlight Express. Die coole Show, in der die Darsteller auf Skates Eisenbahnwaggons verkörpern, hat unzählige Fans. Unter ihnen auch Johanna. Ihr größter Traum, Teil dieser Show zu sein. Ah, hi! Herzlich willkommen bei Dein großer Tag. Wir erfüllen Herzenswünsche und heute geht's um Johanna. Die darf mich jetzt noch nicht sehen. Johanna liebt Musicals und Rollerskates und deswegen möchte sie unbedingt mal bei dem Kultmusical dabei sein und das ist Starlight Express. Denn da wird nicht nur gesungen, sondern auch geskatet und natürlich werden wir diesen großen Traum heute erfüllen und sie deshalb jetzt überraschen. Ich glaube, da vorne rechts ist Johanna gerade. Ein bisschen aufgeregt, weil sie darf uns ja vorher nicht entdecken. Deswegen müssen wir uns ein bisschen ranschleichen. Und da ist sie, natürlich auf Rollerskates. Hallo! Hey, hey, na, was macht ihr denn hier? Wir tun Skaten. Na, wie geht's dir so? Gut. Hallo. Hi. Du bist Johanna, stimmt's? Ja. Was mache ich denn bloß hier? Dein großer Tag. Was kann man da machen? Man kann seine Traumberufe irgendwie so mal einschauen. Und was wäre so dein größter Traum? Mal in einer Rollerskate-Show mitskaten. Dann verrate ich dir jetzt mal was, okay? Wenn du Lust hast, dann erlebst du deinen großen Tag. Und zwar nehme ich dich mit zu einem ganz, ganz weltberühmten, legendären Musical. Hast du eine Idee, welches das sein könnte? Starlight Express. Warum ausgerechnet dieses? Weil die da Rollerskaten. Ich weiß, wir richtig gerade. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Hallo, heute war ein richtig krasser Tag. Und zwar war ich ganz normal mit meiner Freundin beim Rollerskaten. Und dann kam einfach auf einmal Muschta mit einem kompletten Kamerateam um die Ecke. Und ich habe mir zuerst gedacht, was machen die hier? Was macht Muschta hier? Was macht das Kamerateam hier? Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sie wegen Dein großer Tag hier sind. Und zwar darf ich nach Bochum zu dem Musical Starlight Express, darf dort hinter die Kulissen schauen, darf Training bei diesem berühmten Coach haben. Der bringt mir dann irgendwie neue Sachen bei. Ich bin schon voll gespannt darauf. Und vielleicht darf ich in der Show mit skaten. Also ich bin wirklich gespannt. Davon träumt Johanna. Einmal im Leben als Starlight Express Heldin Pearl über die Bühne zu skaten. Hallo, hi Johanna, hi. Herzlich willkommen bei Starlight Express. Dankeschön. Normalerweise wir lassen niemand hinter die Kulissen. Aber für dich, an deinem großen Tag, machen wir eine Ausnahme. Wie sieht's denn aus mit der Show am Ende? Du entscheidest ja, ob Johanna nachher mitmachen darf, oder? Ja, wir müssen gucken, was mit Skate-Trainer machen und wenn alles klappt. Denn hoffentlich, du kannst ganz richtig in der Show ein Teil mitmachen. Ist das was? Ja, das ist super. Lo, okay. Komm schon. Cool. Klapp. Alles zusammen. Seit 30 Jahren wird Starlight Express in diesem Theater aufgeführt. Mitarbeiter, 24 Sänger und 2 Stuntskater auf der Bühne. Fast 17 Millionen Zuschauer bisher. Ein Riesenspektakel. Und Johanna und ich dürfen dabei sein. Das ist der Mann, der darüber entscheiden wird, ob Johanna bei Starlight Express mitfahren darf oder nicht. Wir sind echt gespannt.
Denn Michael Fraley ist einer der berühmtesten Skate-Trainer der Welt. Und sein Training ist echt hart. Das Sportass aus Amerika hat auch schon Hollywood-Stars in der Kunst des Skatens unterrichtet. So when you do really plié and get that, and can you, when you go around and you bring that, can you plié there? Wer hier auftreten will, wird zuerst mal von Michael mindestens 3 Monate lang gecoacht. Nur die Besten der Besten dürfen hier auftreten. Hallo. 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 Ja. Hi. Gibt es irgendwelche Tricks, die ihr verraten könnt? Die Knie beugen. Ja. Das haben wir gelernt bei Anfang. Ja, echt? Warum? Das hilft das Besten, dass sie nicht rumfällt. Johanna kann auch schon skaten. Gut. Und sie ist ja hier, weil sie eigentlich gerne bei eurer Show mitmachen möchte. Und dafür braucht es aber erstmal ein Training. Und du wirst ja nachher auch wahrscheinlich mitentscheiden, ob sie mitmachen darf. Okay. Deswegen schlage ich vor, wir hören auf zu quatschen und legen los. It's time to get some work done. Johanna wird genauso geprüft wie alle anderen, die bei Starlight Express mitwirken wollen, hier in diesem Gang. Ich probiere mich auch mal aus. Naja, zugegeben, Johanna fährt ein kleines bisschen besser als ich. Oh, hier ist der Stuhl. Hier setze ich mich hin. So, und? Was sagst du? Nicht so gut. Dann bin ich wohl raus? Out. Okay. Für Johanna geht das Training weiter. Bei ihr sieht Michael Potenzial. Good. Now, what I want you to do now is every time you take a step, so you're going to push off with a toe stop if you can. Der Star-Trainer zeigt ihr Schritt für Schritt, wie man richtig auf den Rollerskates steht und sich korrekt bewegt. Immer schön eine Übung nach der anderen. Two. Also one, two. One together, two together, one together, two together, one, two. Good, come back. Es wird schwieriger. Jetzt ein Move mit vollem Körpereinsatz. Hände vor und in die Knie. Dann wieder hoch. Aber zuerst Po ausstrecken. Ja. Und weiter geht's. Five, six, set, and go down. Yeah, see how that foot wants to move. Yeah. So your hips are your handlebars. Ausdauer ist gefragt und Körperbeherrschung. Ganz schön anstrengend. Aber Johanna lässt sich nicht unterkriegen. Okay. Yeah. Seven, eight, and one together, two together, one together, two. All right, and turn, turn. Bend your knees, bend your knees. Michael passt etwas nicht. Das ist zu spüren. Irgendwas ist mit den Rollerskates, die Johanna selbst mitgebracht hat, nicht in Ordnung. Michael prüft sie und stellt fest, die Radhalterung ist defekt. These are causing a little problem. Okay. Hey, ihr zwei, wie läuft's? Nicht schlecht. Okay. Ja. Und? Ich bin total nicht sicher jetzt, aber. Wegen der Show am Ende? Ja. Okay, also noch keine Entscheidung? Noch keine Entscheidung. Alles klar, dann üben wir noch weiter, oder? Könnt ihr mir hochhelfen? Danke. Okay, vielen Dank. Ein Besuch in der Skate-Werkstatt. Absolut einzigartig. Sowas gibt es nur bei Starlight Express. Aus 150 Einzelteilen stellt Mechaniker Bernie die Rollerskates her. Hallo. Hallo. Grüß dich. Ich bin der Bernie. Und du bist, du reparierst hier immer die ganzen Schuhe? Ich repariere hier die Schuhe. Machst du auch neue? Ich baue die zusammen. Wir kriegen immer die Einzelteile davon. Sprich, wir kriegen einzelne Platten. Der Schuh kommt einzeln, die Räder kommen einzeln. Da packen wir dann die Kugellager rein. Wir sägen die Stopper. Das klingt wirklich nach viel Arbeit. Und sind da oft welche Schuhe kaputt? Da sind sehr oft Schuhe kaputt. Also nach jeder Vorstellung? Eigentlich ja. Okay. Eigentlich ja. Boah. Was sind denn das zum Beispiel hier für gelbe Dinger? Ja, das sind unsere ganzen Einzelteile. In dem Regal sind die ganzen Einzelteile. Mhm. Das sind Lenkgummis, so heißen die. Ja? Mhm. Wirken wie beim Auto der Stoßdämpfer. Ja? Gibt es in verschiedene Härten. Dieser ist ein mittelweicher. Okay. Ja? So, und wir haben von ganz weich bis ganz hart. Das ist unsere Palette, die hier zwischenkommt. Ja? So, hier würdest du mir helfen wollen. Ja. Ja? Dann stelle ich den mal weg. So sieht er fertig aus. Mhm. Hier sind die Teile, die wir jetzt montieren müssen. Also musst du das jetzt einfach hier genau, anders genau. Nochmal dran.
Präzisionsarbeit ist gefragt. Jede Schraube muss richtig angezogen, jedes Teil am richtigen Platz sein, damit keine Unfälle passieren. Und die Person, die den Schuh kriegt, das ganze Paar nehme ich, das bist du, der Starlight Express, der schenkt dir dieses Paar Rollschuh. Right. So hier ist wer. Wir müssen alle unser Helm aufladen, because the Helm hat Licht dabei, so wir müssen hier aufladen. Ja, aber wir haben verschiedene Helme für verschiedene Rollen für die Männer. Diese Helme müssen die Darsteller tragen, wenn es in der Show um Wettrennen geht. Eine echte Herausforderung, denn sie sind unbequem und schränken das Sichtfeld ein. There we go. Guck mal, we have Rusty. Wow, the Helm. Okay. Hallo. Weiter geht der Blick hinter die Kulissen. Feuerexperte Franz zeigt uns, wie die Pyro-Effekte gemacht werden. Hier oben auf der Brücke werden Feuerwerkskörper angebracht und während der Show gezündet. Und dann machst du das auch. Johanna unterstützt die sogenannten Dresser beim Ankleiden der Stars. Der Anzug von Greaseball, einer der Hauptfiguren, ist 18 Kilogramm schwer. So, ciao, ciao. Einmal fünf. Ciao. Wunderbar. Schöne Show. Vielen Dank. Ciao. Spaß. Trinken. Ganz wichtig für die Showleute. Denn sie geraten bei ihrem Einsatz echt ins Schwitzen. Hinter der abgedunkelten Bühne warten sie auf ihren Einsatz. Let's go. Hallöchen. Hi. Greaseball ist zurück. Mitten in der Show muss er in die Skatewerkstatt. Dort werden ihm an seinen Rollerskates Feuerwerkskörper angebracht. In einem bestimmten Moment der Show werden sie gezündet. Johanna hilft bei der Vorbereitung mit. Der ist einfach hier so drauf, also, dann mit dem Daumen da rein. Damit das Licht in der, das Kabel in der Schlaufe oder so, das ist vielleicht störend. Und es klappt alles wie am Schnürchen. Ein Stockwerk weiter oben wartet Elektra auf seinen Einsatz. Timing ist hier alles, damit niemand seinen Auftritt verpasst und alle Effekte richtig zur Wirkung kommen. Was für eine Show! Johanna hofft immer noch, dass sie ein Teil davon sein darf. Was glaubst du denn, was der Trainer zu deiner Leistung sagt? Da habe ich überhaupt, kann ich gar nicht einschätzen. Also ich weiß nicht, was er von mir denkt. Ich hoffe, es ist gut. Und ich bin gespannt, was sie morgen machen. Was hat er denn gesagt? Wie hat er denn reagiert? Er hat gesagt, er ist sich absolut nicht sicher. Also für mich hört sich das jetzt noch nicht so gut an. Ich weiß nicht, ob ich mitmachen darf. Ich weiß es leider auch nicht, aber wir werden es morgen sehen. Der erste Tag ist jetzt vorbei und es war richtig aufregend. Ich durfte überall reinschauen, hinter die Kulissen, wie die Proben, wie das Make-up gemacht wird. Richtig spannend. Und jetzt bin ich richtig kaputt, weil wir gerade eben noch bei der Show waren und es ist jetzt irgendwie 23 Uhr irgendwas und jetzt gehen wir ins Bett und ich bin mega gespannt darauf, was wir morgen machen. Johanna, mit diesen Skates kann nichts mehr schief gehen. Du hast jetzt dein Training, gib alles. Michael wartet schon auf dich. Viel Erfolg, okay? Danke, drück mir die Daumen. Mach ich. Ciao, viel Spaß. Danke. Es wird spannend. Geprobt wird diesmal direkt auf der Bühne mit richtig guten Rollerskates, die extra für Johanna angefertigt wurden. Also sie fühlen sich anders an und die sind jetzt mehr an meinen Füßen dran. Also sie passen halt besser sich ja, an. Gut. Ja, gut. Okay, dann fangen wir an. Okay. When you go out there, und wieder genaue Anweisungen, wie Johanna fahren soll. So? Ja, genau. Das heißt staggered. Again, left foot in front. Good. Good. Bremsen machen wir üben, ne? Ja, es hüpfelt irgendwie so ein bisschen. Okay, mach erst das. Gut. Eins, zwei, drei, break. Okay. When you break, you're gonna break with this foot. Put it behind. Auch das Bremsen ist eine Wissenschaft für sich. In exactly that position, beugen. Ah, okay.
Sehr gut, viel besser. Weil Bremsen wichtig ist, heißt es üben, üben, üben. Du bist besser als ich. That was really good. You really broke quite suddenly. Okay. So now try it. Da hat Johanna etwas zu abrupt auf die Bremse getreten. Michael will, dass sie es etwas sanfter macht. Yes. Right. So. Ah. Darf ich euer Training kurz stören? Ja. Johanna. Wie läuft's? Macht Spaß? Ist es besser als gestern? Es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist, glaube ich, definitiv besser als gestern. Nicht zuletzt wegen den Schuhen, denke ich. Es fühlt sich gut an. Der Boden ist auch so wunderbar. Ja, sehr gut. Es macht mir sehr viel Spaß. Ja? Ja. Das hört sich gut an. Und was sagst du? Wie hat sie sich heute geschlagen? Ja, not bad, you know. Dennoch steht ja noch die Frage im Raum, darf Johanna bei der Show mitmachen? Und so langsam müssen wir das ja entscheiden. Was sagst du denn jetzt? Yeah, there's something she could do. I think she could do it. Ist das ein Ja? Ja. Ist es ein Ja? Du machst mit! Yes! Juhu! Ich freue mich so für dich. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Hast du damit gerechnet? Es war nichts anzumerken. Ich wusste wirklich nicht, was... Ein schönes Pokerface. Pokerface. Ja. Yeah. Aber man kann dich auch aus der Reserve locken manchmal. Hello everybody. Eine Stunde vor der Show stellt uns Steven den Darstellern vor. Introduce you to Mushnev, the host of a show on Kika. And the show is called Dein großer Tag and the star of the show is Johanna. Das Vocal Warm-up findet vor jeder Show statt. Hier singen sich alle warm. Nach dem Warmsingen geht's richtig los. Skate Warm-up. Okay. Hast du eine Idee? Nein. Schau mal da. Wir haben ihre ganze Familie zum großen Auftritt eingeladen. Hast du damit gerechnet? Nein. Weißt du nicht? Ja. Cool, oder? Ja. Schau dir heute zu. Come out, come out, right here, come out. Okay. So, und jetzt muss Johanna ran. Probe für ihren Auftritt. Steven zeigt ihr genau, was auf sie zukommt. Wo sie fahren, wo sie stehen muss. Die Halle füllt sich. Gleich beginnt die Show. Meine Damen und Herren, mein Name ist Wanderf Müller, ich bin der Leiter dieses Theaters und ich begrüße Sie. Schön, dass Sie heute Nachmittag hier nach Bochum gekommen sind. Ich begrüße Mushnev und Johanna hier bei mir auf der Bühne. Hallo ihr beiden. Mushnev, der eigentliche Höhepunkt kommt eigentlich heute in der heutigen Vorstellung, ist das richtig? Ja. Was genau wird da passieren? Ich werde am Schluss einfach eine Runde mitfahren und dann hier nochmal den Abschluss machen. Wow, also meine Damen und Herren, wenn Sie die Johanna am Ende der Vorstellung hier sehen, ein Applaus mindestens doppelt so laut wie gerade. Hallo. Hi. Hallo. Na, geht's dir gut? Ja. Weißt du, was mit dir passiert? Nein. Soll ich es dir sagen? Ja. Ich werde dich jetzt zur Pearl schminken.
Dann kriegst du das Kostüm und die Perücke. Seite? Perfekt. Ups. Dauert ganz schön lange. Geduld ist gefragt. Aber Maskenbildner Martin ist ein echter Profi. Als nächstes das Kostüm. Fast fertig. Nehmen bitte. Okay. Awesome. Passt. Oh, voll schwer. Wow, wie siehst du denn aus? Fünf Minuten noch. Was geht dir gerade durch den Kopf? Ich weiß nicht so ganz, ob ich jetzt aufgeregt sein soll oder nicht. Oder einfach nur so, ah, und wegrennen. Aber nein. Noch 4 Minuten. Auf wie nervös du machst. Ja, Entschuldigung. Okay, hast ja recht. So, here we go. Come on, Johanna. Your big moment is coming. Mushta, let's go. Backstage. Okay. Come on. Good. Yeah, so fine. You look ganz wunderbar. Yes. A star in the making. Thank you. Jetzt gibt es kein Zurück. Durchatmen. Bisschen atmen. Oh Gott. Schön tief durchatmen. Johanna, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück. Lass dich noch einmal drücken. Vergiss nicht zu atmen. Ja. Und ich bin hier und denke an dich, okay? Viel Spaß. Wie war es für dich? Es war wahnsinnig krass. Ich war draußen und dann war es einfach nur so, ah, hier waren Leute. Und man hat gar nicht mehr gemerkt, wie man da selbst fährt. Sondern einfach nur, man ist rumgefahren und dann wieder nächste Runde. Und dann waren da so viele Leute, die haben alle so gestrahlt. Und dann, meine Beine zittern immer noch. Du warst ganz Hammer. Ich bin sehr stolz auf dir. Das war perfekt. Johanna, das war dein großer Tag. Bist du zufrieden? Bist du glücklich? Ja, definitiv. Dann freue ich mich natürlich sehr. Johanna glücklich machen, das war unser Ziel. Ich bin auch super stolz auf dich. Und wenn ihr auch einen großen Wunsch habt und mal mitmachen wollt bei Dein großer Tag, dann bewerbt euch unbedingt und geht auf deingroßertag.de. Und wir machen uns jetzt noch einen richtig schönen Tag, oder? Ja. Okay, los geht's. Perfekt.